Guten Nachmittag, sehr verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der Eröffnung der 19. Viga. Musikalisch begrüßt worden sind wir vom Musikverein Buchs Räfis. Sie werden dann nochmal für uns spielen. Zuerst aber ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Nicolas Senn. Ich darf Sie durch den heutigen Tag und später dann auch musikalisch durch den Abend begleiten. Zuerst tun wir die Viga hier jetzt aber super eröffnen. Meine zwei Kollegen, der Albert und der Alfred, haben Sie wahrscheinlich am Eingang vorne schon gesehen. Ich hoffe, Sie haben Sie alle können prächtig unterhalten mit ihnen. Tiefgründige Gespräche führen mit den zwei Sennen, die heute mit dabei sind und auch ein bisschen mit dem Motto von dieser Messe zu tun haben. In den letzten Jahren hat man ja die verschiedenen Elemente thematisiert: Feuer, Wasser, Luft. Und jetzt, bei der heurigen Ausgabe, ist noch die Erde dran. Und das passende Motto dazu: bodenständig und wachsend. Der Motto, der aus meiner Sicht quasi von außen aufs Werdenberg recht gut zutrifft. Und es trifft auch recht gut auf die Viga zu, weil es ist eine Rekordmesse, die wir heute eröffnen. Eine Rekordzahl an Partner und Aussteller, die sich angemeldet hat. Und von daher hat man gesagt, gut, wir tun auch die Eröffnung ein bisschen anpassen. Wir machen es doch dieses Jahr so, dass nebst den glatten Gästen auch die Aussteller dabei sind und ihre liebsten Gäste einladen. Und darum sind wir jetzt in dem grossen Zelt mit so vielen Leuten bei der Eröffnung hier dabei. Nutzen Sie die Gelegenheit, um einen schönen Tag zu geniessen und auch das Netzwerk zu pflegen. Und die Gespräche, die Sie eben vielleicht im Eingang schon geführt haben, noch ein bisschen ausbauen. Wir hören nachher dann die Grußworte, natürlich von den Vertretern der Messe, aber auch aus der Politik. Und jetzt zuerst einmal ein bisschen Musik, nämlich aus dem Süden die Komposition Locarno von Hans Häuser. Und dann, das gehört fast dazu, als musikalischer Abschluss von dem Auftakt noch der Werdenberger Marsch. Viel Vergnügen. Thank you.
Merci vielmals dem Musikverein Buchs Refis. Ein Verein, der in dieser Besetzung seit 13 Jahren unterwegs ist, wo Buchs und Refis musikalisch miteinander fusioniert haben. Und seit dem Jahr ist der Verein nochmal gewachsen, weil auch die Jugendmusiker noch zusammengegangen sind. Und der Werdenberger Marsch, den wir hier gehört haben, auch der passt zum Motto. Das ist nämlich von Fritz Blumer komponiert worden. Auch er, sehr ein erdiger Name, passend zu dem Element, wo das Motto bildet von der diesjährigen Viga. Wir freuen uns jetzt gerade auf die Grußworte vom Messeleiter, wo wahrscheinlich seit 38 Jahren zu den Stammgästen an dieser Viga gehört. Mit 17 an der allerersten Viga 1981 hat er da wahrscheinlich sein erstes Bier getrunken. Ist als Besucher an der Viga gewesen, nachher dann als Aussteller. Dann ist er im Patronat gelandet und jetzt am Schluss auch noch in der Messeleitung. Ein herzlichen Applaus und ein Willkommen von uns an den Messeleiter, an Paul Schlegel. Geschätzte Eröffnungsgäste der Viga 2017 heißen euch recht herzlich willkommen im Namen der Viga-Familie oder vom Viga-Team. Die Viga-Familie hat für euch wieder etwas präsentiert, was einem fast Tränen kommt. Mess 15 war sehr gut, die 13er und alle Vorgängigen. Aber das, was jetzt geboten worden ist, mit der Sonderausstellung Erde rund um einen schönen Garten, um die Schön und Natur, um mit einer so schönen Eröffnung, mit so vielen Gästen dazu, ich glaube, das ist das Maximum. Recht herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle auch der St. Galler Kantonalbank widmen. Sie sind als Sponsor auftreten. Sie sind ein sehr grosses Partner auch die Stadt Buchs. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, um so etwas zu machen. Wir brauchen sehr viele Partner. Wir brauchen Gottinnen, wir brauchen Göttis, wir brauchen Kolleginnen und Kollegen, also so ein Mess überhaupt funktioniert. Wenn Sie gesehen hätten, was die letzte Nacht passiert wäre, wie es nicht zu und her gegangen ist und das Ganze unfallfrei ist, es eine wahre Freude. Das ist das Gewerbe. Das Gewerbe, das miteinander Hand in Hand arbeitet, in der Region, aber auch außerhalb der Region. Ein spezieller Dank geht an die Gemeinschaftsstände. Die Gemeinschaftsstände offerieren und machen uns etwas, wo wir uns fast nicht vorstellen können, mit einer so Leistung, mit einer so Tatkraft, über Wochen hinweg in der Vorbereitung, wo man am Schluss einfach spürt, um was es geht. Die sind Mürli im Bauen. Sie machen jeden Handgriff. Und so ein Mess hat auch den Vorteil, man kommt sich wieder mal näher, Schulter an Schulter, und zwei, die vielleicht einmal miteinander verrückt sind, treffen sich wieder an der Wiege, am Arbeiten und am Schluss haben sie Frieden. Das Gewerbler sagen normalerweise einander «du». So machen wir es heute auch. Wir haben hier nicht nur ein Eröffnungsfest, wir haben eine Eröffnungsparty. Das heisst, wir wollen ein bisschen Netzwerken, miteinander zusammen sein und wir hören einander aussagen. Außer der Landtagspräsident vom Liechtenstein würde jetzt der Albert Frick Nein sagen. Aber ich höre einen Nicken von ihm und sehe das, dass das natürlich sehr gut ist. Und Friedi Fassler als Regierungspräsident ist da so sehr recht herzlich willkommen. Ich heiße euch im Namen von der Viga 2017 recht herzlich willkommen. Geniessen der heutigen Abend, schwärmen vom heutigen Abend und kommen ein Haufen Mal an die Ausstellung 17. Ein spezieller Gast, den wir das Mal dabei haben, ist Fürstentum Liechtenstein. Darum muss das Zeichen rein verbinden, Schweiz-Liechtenstein ist sehr schön, als Sie hier prominent vertreten sind und selber eine Gemeinschaft standen. Das zeigt, wie unsere Region miteinander zusammenwächst. Alles Gute, toi toi und viel Spass an der Viga 17. Merci vielmals, der Paul Schlegel. Und ich darf Ihnen auch noch den Verwaltungsratspräsidenten der Viga vorstellen. Seit 20 Jahren ist er im Verwaltungsrat, seit 7 Jahren der Präsident. Und man kennt ihn auch als ehemaliger Vize-Stadtpräsident von Buchs. Auch ihm einen herzlichen Begrüßungsapplaus. Der Urs Luffy. Applaus
Spannend, inspirierend, innovativ, grenzüberschreitend. Das ist die Wiege 2017, die Wedderberger Industrie- und Gewerbeausstellung. In dem Sinn Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ein herzliches Willkommen. Einen speziellen Gruß richte ich an Herr Landtagspräsident vom Fürstentum Liechtenstein, der Albert Frick, Herr Regierungschef Stellvertreter vom Fürstentum Liechtenstein, Daniel Riesch, Herr Regierungspräsident vom Kanton St. Gallen, der Friede Fessler, der Frau Imelda Stadler, Vizekantonsratspräsidentin vom Kanton St. Gallen. Schön, dass Sie bei uns Gäste sind, auch Ihnen speziell herzlich willkommen. Ebenfalls begrüße ich den Daniel Gut, Stadtpräsident von Wuchs, sowie alle anderen Persönlichkeiten von der hohen Politik und der Wirtschaft von beiden Seiten vom Rhein. Es ist Land auf, Land ab bekannt, dass diejenigen Gewerbetreibenden, die etwas auf sich haben, bei der Wiege nicht fehlen dürfen. Aber warum ist das so? Warum tun sie sich so viel Arbeit an? Es ist ganz einfach. Die Wiege ist für sie ein Schaufenster. Ein Schaufenster für unser Gewerbe mit einer Ausstrahlungskraft weit über unsere Region hinaus. Sich darin zu präsentieren, ist ein Muss. Man will der Bevölkerung zeigen, was im ländlichen Raum alles möglich ist. Man will auch zu erkennen geben, dass es sich lohnt, hier zu leben, hier zu arbeiten. Gleichermassen ist die Wiege auch gewissermassen Sprachrohr von dieser Wirtschaft und vom Handel und auch der Aufruf, der untermauert mit viel Visibilität an die Bevölkerung. Nützt unser Gewerbe, nützt unsere Dienstleistungen, unseren Handel. Setzt auf uns. Und kaufen auch hier ein. Damit der Aufruf aber auch dauernd und breit abgestützt ist, sind dazu flankierende Massnahmen notwendig. Massnahmen, die durch ein gezieltes Stadt- oder Gemeindemarketing zwingend nötig sind. Die Wiege ist viel mehr als eine Leistungsschau. Sie ist Drehscheibe für eine regionale Wirtschaft. Namentlich für die kleinen und mittleren Unternehmen. Auf einer überschaubaren Bühne lassen sich die Errungenschaften von den einzelnen Betrieben, vom Handel und von den Organisationen bewundern. Die Vielfalt von diesen Produkten, von den Dienstleistungen und vom Branchenmix zeigt in aller Deutlichkeit die Kraft, die in diesen Betrieben stecken tut. Es sind die Unternehmer, nicht irgendwelche CEOs, die das Bild prägen tun. Es sind Persönlichkeiten, die mit Innovation, Leidenschaft, Herzblut und nicht zuletzt mit dem persönlichen finanziellen Risiko diese Kultur leben tun. Es sind Unternehmer, die Verantwortung tragen und denen man kann vertrauen kann, die verlässlich und berechenbar sind und die ihre Kunden und ihre Mitarbeitenden schätzen und verstehen. Der Sir Winston Churchill hat den Unternehmer wie folgt einmal definiert. Ich zitiere. Es gibt Leute, die halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, den man totschlagen muss. Andere meinen, der Unternehmer sei eine Kuh, die man ununterbrochen melken könne. Nur wenige sehen in ihm, was er wirklich ist, nämlich ein Pferd, das den Karren zieht. Ende Zitat. Vor dem Hintergrund setzen wir auf der Wiege alles dran, dass die Marke Wiege weiterhin nachhaltig gefestigt wird. Es wird uns gelingen, indem wir ganz im Sinn vom Motto der heutigen Sonderschau geerdet bleiben. Wir bleiben auf dem Boden. Qualität vor Quantität steht im Vordergrund. Und letztendlich unsere Kunden. Das heisst Aussteller, aber auch Besucher. Die haben wir im Fokus. Und denen müssen wir die bestmöglichste Infrastruktur bieten können. Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigt die grosse Nachfrage nach Ausstellungsflächen, wo wir einen gewissen Rekord auch wieder widerspiegelt haben. Die Aussteller sind es aber, die maßgebend zum Erfolg beitragen. Ihnen gebührt in erster Linie mein herzlichster Dank. Mein Dank im Namen der ganzen Wiegenorganisation und in diesem Dank schließe ich aber auch alle anderen Partner ein. Ich schließe mich auch an von meinem Vorredner, selbstverständlich St. Galler Kantonalbank, Sonnenbräu, Stadtbuchs, Marketingbuchs, die Region und die Medienpartner. Mein Dank geht an das Wiegenpatronat, sie sind Botschafter von der Wiege. Und zuletzt ganz persönlich nochmal ein Messeteam und allen freiwilligen Helfer,
die sogenannten Volontaris. Und die sind erkennbar, ihr habt schon gesehen, beim Reinkommen an ihren geilen T-Shirt. Denen ganz herzlich Dankeschön. Sie verdienen auch einen Applaus. Dankeschön. Nun wünsche ich uns allen eine spannende, erlebnisreiche Messewoche mit vielen interessanten Begegnungen und gebe das Wort nun zurück an Nicolas Senn. Dankeschön. Merci vielmals, Urs Luffy. Und wir haben noch zwei, drei Ansprachen für Sie. Aber von oberster Stelle, nämlich vom Regierungspräsident vom Kanton St. Gallen, vom Vorsteher vom Sicherheits- und Justizdepartement. Er ist aber nicht wegen dem da, sondern er hat da auch noch vor ein paar Jahren seine Frau gefunden, z Buchs. Herzlich willkommen, der Freddy Fessler. Sehr geehrte Frau Kantonsratsvizepräsidentin Imelda Stadler, sehr geehrter Herr Landtagspräsident Albert Frick, geschätztes Messeteam mit Präsident Urs Luffy und Messeleiter Paul Schlegel an der Spitze, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, liebe WIGA-Ausstellerinnen und Aussteller, liebe Werdenbergerinnen und Werdenberger, aller guten Dinge sind vier, könnte man zur Eröffnung dieser WIGA sagen. Vermutlich denken Sie jetzt alle, der Spruch geht doch irgendwie anders. Und Sie haben natürlich recht. Aber an der heurigen WIGA stimmt eben, aller guten Dinge sind vier. Denn schließlich geht es damals in der Sonderschau um die Erde. Und damit ist nach Wasser, Luft und Feuer eben das vierte und gleichzeitig auch das letzte Element dran. Das heisst aber auch, dass es für die Zukunft ein neues Thema für die Sonderschau braucht. Wir dürfen jetzt schon gespannt sein. Es müssen ja nicht unbedingt die 26 Kantone der Schweiz sein, wie bei der Olma. Im Zweifelsfall langen bestimmt auch beispielsweise die fünf Sinn oder vielleicht noch naheliegender die vier Länder aus der Vier-Länder-Region. Die sind allerdings bereits in dem Jahr an der WIGA vertreten, am Vier-Länder-Tag. Der Botschafterclub der Vier-Länder-Region mit Unternehmen und Persönlichkeiten aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz wird dann hier tagen und networken, um es mal auf gut St. Gallerdeutsch zu sagen. Das heisst gleichzeitig auch, dass die WIGA nicht nur in den Nachbarkanton und das angrenzende Ausland, sondern damals sogar bis in den grossen Kanton raus strahlen tut. Gleichzeitig gibt es offenbar auch einen neuen Rekord an Aussteller. Ich gratuliere sehr herzlich. Es würde mich darum auch nicht erstaunen, wenn die Messe auch dieses Jahr wieder einen Besucherrekord erleben dürfte. In Anlehnung an die WIGA, wo die vier Elemente zum Thema gemacht hat, könnte man sich darum einmal fragen, welche Elemente denn für den steigenden Erfolg der WIGA verantwortlich sind. Gut, mir ist natürlich schon klar, das Rezept bleibt geheim. Schließlich sind die beiden Appenzeller Geheimnisträger nicht immer sonst überall auf den WIGA-Plakat anzutreffen. Aber ein bisschen spekulieren dürfen wir sicher trotzdem. Vielleicht ist es ja gerade das erdige Messemotto, bodenständig und wachsend, wo die Erfolgselemente gut zusammenfassen. Aber was heisst bodenständig überhaupt? Im Wörterbuch habe ich als Bedeutung zu Folgendes gefunden. Lange ansässig,
fest in der Heimaterde verwurzelt. Ich glaube, da kann man von der Wiga mit gutem Recht behaupten. Immerhin handelt es sich ja, es ist gesagt worden, bereits um die 19. Ausgabe von dieser Messe. Sie ist aber nicht nur bodenständig, sie ist vor allem auch beständig. Im Wörterbuch steht dann aber noch eine zweite Bedeutung zu bodenständig: unkompliziert, natürlich und normal. Ich meine, auch das passt. Das sind Eigenschaften, die meiner Meinung nach ganz generell auf die Leute aus dem Werdenberg zutreffen. Und ein bisschen Urteilsvermögen muss man mir in dieser Frage schon zugestehen. Niklas Senn hat es schon angesprochen. Ich bin mit einer Buxerin verheiratet, mit einer Frau, die hier im Bux auch aufgewachsen ist. Rotenberger, von denen, die es noch nicht wissen, ihren Namen. Da ist wahrscheinlich alles gesagt. Damit geht es zum zweiten Begriff vom Motto «wachsend». Dass auch diese Eigenschaft bestens auf die Wiga zutrifft, haben wir ja bereits gehört. Im Gegensatz zu einer Pflanze langt aber Bodenständigkeit allein bei einer Messe oder bei einem Unternehmen nicht fürs Wachstum. Es braucht dazu meist noch etwas Neues. Neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, neue Ideen oder neue Gemeinschaftsstände. Dieses Jahr an der Wiga beispielsweise zum ersten Mal aus Liechtenstein. Der Vorwurf, dass Messe zu männerlastig und technisch sei, hat im Weiteren dazu geführt, dass kurzerhand ein Beauty Day mit Modeschau ins Programm aufgenommen worden ist. Auch die Liechtensteiner werden mit der neuen Zwei-Länder-Jazz-Meisterschaft noch stärker als bis jetzt schon umworben. Und schließlich gibt es neben weiteren Neuerungen noch die Wahl der ersten Rheintaler Bierkönigin. Wer sich jetzt schon ob all dem Neuen fragt, ob die Wiga eigentlich eine Meise hätte, den kann ich beruhigen. Die Wiga-Meise wird nicht erneuert, sondern bleibt der Mess natürlich erhalten. Sie sehen also, die Wiga hat sich nebst aller Bodenständigkeit die Offenheit fürs Neue bewahrt und dabei offenbar eine sehr gute Dosis gefunden. Das alles passt eigentlich auch ganz schön zu meinem Jahresmotto als Regierungspräsident. Es lautet: Was macht das Fremde mit mir? Könnte aber genau so heissen: Was macht das Neue mit mir? Muss ich mir beispielsweise wegen der künstlichen Intelligenz Sorgen machen? Was passiert denn, wenn man mit dementen Personen zu tun hat oder mit Transsexuellen? Oder weisst mit all den Eritreern, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind? Ich will mich in meinem Präsidialjahr mit dem Fremden oder eben dem Neuen ganz bewusst auseinandersetzen, indem ich mit betroffenen Leuten rede, Fragen stelle und versuche zu verstehen, oder vielleicht auch nicht, denn ich muss ja das Neue und Fremde schlussendlich nicht einfach alles gut und toll finden. Aber eine ehrliche Auseinandersetzung mit Fremdem und Neuem scheint mir wichtig zu sein. Einerseits für unser Zusammenleben und unsere Demokratie, andererseits aber auch für jeden persönlich. Sonst besteht die Gefahr, dass eben nur das Altbekannte um einen herum ist und statt persönlichem Wachstum eben nur noch Stillstand gibt. Sie sehen, ich will in meinem Präsidialjahr ganz bewusst neugierig unterwegs sein und mein Wunsch wäre, dass ich den einen oder die andere ebenfalls dazu ermuntern kann. Ich gehe allerdings davon aus, dass ich da drin nicht der Einzige mit dem Wunsch bin. Als Wiga-Aussteller wünschen Sie sich ja auch Messebesucher, die neugierig sind auf all die neuen Angebote, Produkte und Ideen, wo sie Ihnen hier in den nächsten Tagen präsentieren werden. Ich hoffe sehr,
dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen und sie auf ein bodenständiges, aber auch neugieriges Messepublikum treffen werden und so Wachstum möglich wird, nicht nur beim Umsatz und bei den Besucherzahlen, sondern auch im persönlichen Austausch und im gegenseitigen Verständnis. Denn da ist ja ebenfalls ein ganz wesentlicher Bestandteil von einer solchen Messe, das Zusammentreffen von ganz unterschiedlichen Menschen aus der Region an dem geselligen Ort, die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und zusammen auch feiern zu können. Dazu wünsche ich der WIGA im Namen der ganzen St. Galler Regierung gutes Gelingen und danke gleichzeitig dem Messeteam, all den vielen Helferinnen und Helfern und allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz, wo sie für die Messe und schlussendlich auch für die ganze Region geleistet haben und in den nächsten Tagen noch werden leisten. Der Anlass, meine Rede, ist Ihnen als kurze Eröffnungsfeier angekündigt worden. Ich leiste jetzt dazu gern ebenfalls einen Beitrag und danke Ihnen darum für Ihre Aufmerksamkeit. Merci vielmals, Fredi Fessler. Spezialitäten aus der Region, die er hier mit teilnehmen. Und ich glaube, die Beschreibung vom Wort bodenständig, nämlich unkompliziert, natürlich und normal, wie er jetzt gerade gesagt hat, ich glaube, so könnte man den Regierungspräsident gerade auch beschreiben. Es ist schon zwei, drei Mal angesprochen worden jetzt in den Reden, die wir gehört haben, das Fürstentum Liechtenstein. Und selbstverständlich als Abschluss von diesen Reden zur Begrüßung jetzt auch noch den Gruß aus dem Ländle. Ich freue mich, dass der Landtagspräsident da ist, nämlich der Albert Frick. Er, der sicher auch Werbung gemacht für den Gemeinschaftsstand vom Fürstentum Liechtenstein, der an dieser Weiga zum ersten Mal zu bestaunen sein wird. Auch ihm einen schweizerischen, tosenden, herzlichen Begrüßungsapplaus. Der Albert Frick. Geschätzte Damen und Herren, wenn ich die Rednerliste vom heutigen Tag anschaue, dann kommt mir das vor wie ein Familientreffen. Darum darf ich meine Jahre hier recht familiär halten. Lieber Friedi, lieber Daniel, liebe Katrin, lieber Urs, lieber Paul, liebe Gäste. Zuerst, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich den Verantwortlichen und den Aussteller ganz herzlich zur WIGA 2017 gratulieren. Die WIGA, die bereits zum 19. Mal in einer der schönsten Regionen vom Kanton St. Gallen stattfindet. Wenn ich mir das Programm von der Werdenberger Industrie- und Handelsausstellung oder Gewerbeausstellung und Sonderschau zum Thema Erde für die nächsten Tage anschaue, dann stelle ich erneut mit Freude ein grosser Ideenreichtum der Organisatoren fest. Organisatoren, die zum Nutzen und zur Freude der zahlreichen Besucher sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Obschon uns der Rundgang durch die WIGA noch bevorsteht, wage ich schon jetzt eine Prognose. Ich bin fest überzeugt, dass wir auch heuer wieder von der Innovationskraft und von der Qualität der Dienstleistungen und Produkte und von der Attraktivität der Ausstellungsstände begeistert sein würden. Und wenn ich mir die beiden Appenzeller auf dem WIGA-Plakat vor Augen führe, dann scheint es mir, als wollen uns die beiden wie der Käsewerbung sagen, das Geheimrezept vom WIGA-Erfolg verraten wir unter keinen Umständen. Geschätzte Damen und Herren, der Industrie- und Wirtschaftsstandort Werdenberg ist nicht nur von lokaler Bedeutung. Er strahlt in die Region aus, in die Nachbarländer und auch weit darüber hinaus. Die Region Werdenberg
wo sich zu Recht als eigenständiger Wirtschaftsstandort versteht, ist gleichzeitig ein regionaler Dreh- und Angelpunkt und ein Tor, ein Handelstor zur Europäischen Union. Werdenberg liegt direkt am Dreiländereck, Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Oderviert, bedeutend Handelspartner Deutschland, liegt in unmittelbarer Nähe. Als Landtagspräsident vom Fürstentum Liechtenstein ist mir ganz wichtig zu betonen, dass Schweiz und Liechtenstein in vielfacher Hinsicht miteinander verbunden sind. Unser kleines Land, früher als Armenhaus Europas bezeichnet, hat bis im westlichen Nachbar, spätestens seit dem Jahr 1924, hat es im westlichen Nachbar sehr viel zu verdanken. 1924 ist es in Kraft treten vom Zoll- und Währungsvertrag gewesen. Und seitdem ist es mit unserem Kleinstaat kontinuierlich aufwärts gegangen. Mit Ausnahme von den Jahren vom Zweiten Weltkrieg, wo die Schweiz und Liechtenstein zwar am Rand betroffen, aber nicht direkt involviert worden sind, ist es mit der Wirtschaft und damit auch mit den Menschen kontinuierlich aufwärts gegangen. Und Liechtenstein ist heute so gerne in der Lage, auch etwas zurückzugehen. Indem auch Schweizer und Schweizerinnen in unseren Dienstleistungs- und Industriebetrieb Beschäftigung oder Ausbildung finden. Wir alle profitieren von der prosperierenden Wirtschaft in der Region Werdenberg-Liechtenstein. Es ist ein gegenseitiges Geh und Neh. Arbeitsplätze, Infrastrukturen, die wir gemeinsam nutzen, gegenseitige Geschäftsbeziehungen oder die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten sind heute derart verflochten, dass beide Seiten davon profitieren können. Und selbst wenn kleine Sticheleien gelegentlich im Blickfeld von Journalisten stehen, so wissen wir, dass das weder die Meinung von der offiziellen Schweiz noch von der Schweizerinnen und Schweizer und ganz schon gerne nicht von unseren direkten Nachbarn ist. Wir verstehen uns gut und so soll es weiterhin bleiben, geschätzte Damen und Herren. Abgesehen von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sind sie ja auch grenzüberschrittende, ja ich möchte fast sagen, grenzenlose Freundschaften, die uns auf beiden Seiten vom Rhein verbinden. Wenn ich noch daran denke, dass ich mit dem Wiegenpräsidenten im KV die Schulbank gedruckt habe. Und ein weiteres Zeichen von gegenseitiger Sympathie ist die überaus beglückende Tatsache, dass fließig über den Rhein hin und her geheiratet wird. Sport und Kultur sind neben den ökonomischen Kooperationen verbindende Elemente der Nachbarschaft. Aber auch sozialpolitische Fragen, Umweltfragen oder Fragen der Sicherheit werden heute meist überregional gelöst. Weder der Klimawandel noch die Flüchtlingsproblematik, um nur zwei Beispiele zu nennen, machen vor der Landesgrenze Halt. Das zeigt, wie wichtig entsprechende Kooperationen sind. Es warten aber auch global grosse Herausforderungen auf uns alle. Krisenherd in vielen Teilen der Welt, hinterhältiger Terrorismus, Hunger, der Klimawandel und seine Folgen, die Abholzung der Tropenwälder oder die Verschmutzung der Weltmeer. Das sind noch ein paar Beispiele von globalen Problemen, die uns in der näheren und auch in der weiteren Zukunft noch stark beschäftigen werden. Problem, wo wir nicht allein lösen können. Aber, und das möchte ich unterstreichen, wir sind durchaus in der Lage, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Wir können in der Region Nachhaltigkeit im Kleinen leben und vordemonstrieren. Und das wird in die Welt strahlen. Wir können humanitäre und umweltschützende Massnahmen setzen, können unsere Stimme erheben und können unsere Meinung in internationale Organisationen einbringen. Ich komme zurück aufs Wiegenplakat. Ich will den beiden sympathischen Appenzeller ja nicht nachtreten. Aber für uns kann ihre Verschwiegenheit kein Rezept sein. Wir wollen den Dialog zu unseren Nachbarn, zu euch,
weiterhin intensiv und im gegenseitigen Austausch pflegen. Wir wollen Synergien nutzen, Wirtschaftliches, Kulturelles, Sportliches und Menschliches zusammenwirken, fördern und bewusst auch als Aufgabe wahrnehmen. Als Liechtensteiner Parlamentspräsident gefällt mir der Slogan «Wiga, die sympathische Messe für beide Rheinseiten». So nehmen wir das wahr, liebe Freunde. So ist es und so soll es so bleiben. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Geschätzte Damen und Herren, aufgrund von aktuellen Diskussionen bei uns im Land möchte ich das Thema Brücken nicht überstrapazieren. Trotzdem möchte ich mir eine grosse Freude Ausdruck verleihen, dass die geplante Rad- und Fußgängerbrücke von Vaduz, also wo Vaduz und Rävis und Werdenberg und Liechtenstein verbindet und auch von Bethner Seite finanziert wird, dass die definitiv gebaut und umgesetzt wird. Es ist eine nützliche, aber auch eine symbolische Verbindung zwischen zwei befreundeten Regionen. Und lassen Sie mich bitte zum Schluss noch eine Einladung für 2018 aussprechen. Denn nämlich, liebe Nachbarn, wird schon die Liga-Jubiläumsmesse austreten. Wir feiern das nächste Jahr 40 Jahre Liga. Gleich wie die Wiga hier im Werdenberg ist unsere Industrie-, Handels- und Gewerbeausstellung ein gesellschaftlicher Treffpunkt für Jung und Alt. Und ich darf Sie schon jetzt alle herzlich zur 22. Liga schon einladen. Geschätzte Damen und Herren, ich komme jetzt definitiv zum Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und für einen freundlichen Empfang und wünsche Ihnen und der Wiga 2017 alles Gute und natürlich einen großartigen Erfolg. Dankeschön. Herzlichen Dank, der Albert Pfikafen. Spezialitäten aus der Region, die er dann auf die andere Seite vom Rhein darf mitnehmen. Danke vielmals, Herr Frick. Und jetzt, liebe Damen und Herren, kommen wir der offiziellen Eröffnung und dem Band, das dann durchgeschnitten wird, langsam aber sicher näher. Die verschwiegenen Sennen werden sicher auch noch dazukommen. Vielleicht schaffen wir es ja denen noch ein paar Worte entlocken vorher. Bitte jetzt aber noch den Stadtpräsident und Patronatspräsidentin zu mir auf die Bühne. Herzlich willkommen, Daniel Gut und Katrin Frick. Wir gehen hier gerade ein bisschen führen, damit man euch zwei auch in voller Pracht bestaunen kann. Die erste Frage geht einmal an. Ja, einen Applaus, bitteschön. Die erste Frage an den Stadtpräsident, wenn wir da die Vizepräsidentin und den Präsident selber da haben, wären wir drei jetzt da oben theoretisch fast beschlussfähig? Wir sind uns natürlich gewöhnt, dass wir da immer irgendwie eigentlich mindestens im Stadtrat als einheitliches Team funktionieren. Es ist ja so, wir tun gewisse Sachen vorspuren und es ist jetzt fast ein Geheimnis, aber wenn wir uns einig sind, dann kommt vieles durch, sagen wir es mal so. Aber am Schluss ist ganz entscheidend ist das Team. Also wir sind sieben Köpfe im Stadtrat und die haben alle genau das gleiche Gewicht. Also wie bei der Bundesrat, sieben, die am gleichen Strick ziehen, fast immer. Und wenn man es dann intern im Rat einmal gut hat, dann kommt ja dann gleich Zusammenarbeit über Grenzen aus, was da natürlich wichtig ist, auch über den Rhein, wie wir es jetzt gerade vom Albert Frick gehört haben. Aus Buchsa-Perspektive, was können Sie zu dieser Zusammenarbeit mit den Liechtensteiner Nachbarn sagen? Also ich habe wahnsinnig Freude gehabt, als der Landtagspräsident der Albert Frick uns da erzählt hat. Ich könnte fast jedes Wort unterschreiben. Es ist auch aus Werdenberger Sicht ganz wichtig, dass wir die funktionalen Räume sehen, dass wir wirklich sehen, der Rhein sollte nicht eigentlich nur eine Grenze sein. Er ist eine, das können wir nicht ganz einfach so verleugnen. Aber wir sollten möglichst intensiv und möglichst viel zusammenarbeiten. Und das funktioniert ganz gut über persönliche Beziehungen über den Rhein. Also die Heiraten, die der Albert da getönt hat, die sind sicher extrem wichtig.
Aber ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig besuchen bei Veranstaltungen. Machen wir auch intensiv. Es ist auch natürlich und ganz selbstverständlich, dass Bux und Schaan, die beiden Gemeinderäte, der Stadtrat, dass sich die regelmässig treffen. Ich treffe mich auch mit dem Kollegen von Schaan regelmässig für einen fachlichen Austausch. Genau das Gleiche macht Seewelle mit Vaduz zum Beispiel. Also auch da, die Sachen werden gepflegt. Mit unserem gemeinsamen Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein hat sich gerade noch mal eine grosse Chance eigentlich aufgetan, die wir auch, glaube ich, sehr intensiv und sogar wirklich auch sehr erfolgreich nutzen, dass wir auch unsere Infrastrukturen, unsere verkehrlichen und siedlungsmäßigen Infrastrukturen miteinander planen in Zukunft und miteinander eigentlich Sachen umsetzen. Die Brücke ist ein Beispiel, das der Albert Frick angetönt hat. Wir hoffen selbstverständlich, dass das gut kommt mit dieser Brücke. Ja. Bevor wir zu der Frau Frick kommen, Sie haben jetzt hier einen Musiker und eine Musikschulpräsidentin nebenan. Einfach noch kurz die Frage, wie sieht es bei der Kultur aus? Arbeiten wir da auch zusammen? Also ich bin ja leider erst seit 10 Jahren so ein bisschen richtig intensiv jetzt hier in der Region. Ich wohne also seit Jahrzehnten im Wartau, habe ich gewohnt, bevor ich dann vor 10 Jahren auf Bux gekommen bin. In diesen 10 Jahren, wo ich jetzt in Bux bin, erlaube ich mir ein Urteil in dieser Beziehung. Zuvorher kann ich es ein bisschen weniger sagen. Aber ich glaube, wir haben hier auf der Werdenberger Seite mit Zusammenarbeit mit dem Kanton ganz eine tolle Sache geschaffen mit dem Schloss Werdenberg, das Kulturschloss Werdenberg und jetzt seit 2-3 Jahren auch noch die Museen Werdenberg und Schloss Werdenberg. Das ist ziemlich eine Perle, ziemlich einmalig. Und in diesem Zusammenhang hat man auch angefangen, eigentlich mit liechtensteinischen Kulturinstitutionen intensiver zusammenzuarbeiten. Also es gibt Co-Produktionen vom TAC, von Schloss Werdenberg, auch da. Es ist wirklich ein Ziel, dass wir, was wir auf unserer Seite haben, was auf der liechtensteinischen Seite zusammen hat, dass das nicht einfach 1 und 1 gleich 2 gibt, sondern dass wir vielleicht sogar 3 erreichen. Und da ist man dran und das ist vom guten Willen von allen Beteiligten abhängig und das ist spürbar. Danke vielmals, Daniel Gut, der Stadtpräsident. Jetzt haben wir ja schon einiges aus der Politik gehört, dass das offenbar wunderbar läuft, höchst harmonisch, auch über der EU. Sie sind ja nebenan auch noch Patronatspräsidentin da von der WIGA. Patronatspräsidentin, können Sie uns kurz erklären, was da Ihre Aufgabe ist? Was macht man in dem Amt? Also das Patronat ist in erster Linie auch verantwortlich für die Eröffnungsfeier. Aber das Patronat steht vor allem für die Verbindung im ganzen Werdenberg. Es hat aus jeder Gemeinde Leute aus der Wirtschaft und Leute aus der Politik, die sich in dem Patronat treffen. Und wir sind eigentlich die, die die Leidenschaft für die WIGA auch austragen in unsere Gemeinde. Die Botschafter von der WIGA, genau, kann man sagen. Genau. Und wenn wir jetzt hier so die Chefbotschafterin bei uns auf der Bühne haben, die ja auch schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich WIGA-Fan ist, was ist das, was Ihnen an der WIGA besonders gut gefällt? Also am besten gefällt mir sicher einfach das Handwerk zu sehen, was die Menschen auf die Füße stellen. Ich war jetzt auch da gewesen, die letzten Tage und konnte sehen, was hier geschaffen wird. Das ist unglaublich, wie Menschen so einen grossen Einsatz haben. Das berührt mich auch sehr. Aber gefallen nachher an der Messe ist sicher die ganz vielen Begegnungen. Da trifft sich jeder Mann aus der ganzen Region und das finde ich super schön. Wir haben am Anfang den Musikverein gehört. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie zum Beispiel am 3. Dezember in der Evangelischen Kirche wieder hören, dann das Jahreskonzert. Sie sind die Musikschulpräsidentin. Kann man Ihre Schüler von der Musikschule auch irgendwo noch hören? Wir gehören nicht die Schüler von der Musikschule, sondern wir gehören die Musiklehrer heute Abend. Wir haben 4 Ensemble von der Musikschule Werdenberg, auch das, eine verbindende Organisation vom ganzen Werdenberg, wo Sie nachher im zweiten Teil vom Rundgang hören werden. Ich freue mich sehr auf die. Jetzt noch eine Frage, wo man vielleicht nicht den Präsidenten fragt, sondern bewusst die Vizepräsidentin. Bis am 16. ist wahrscheinlich voller Betrieb, die WIGA läuft. Wenn jetzt irgendjemand da innen noch ein Anliegen hat und einmal noch auf die Stadtverwaltung. Lohnt sich das in der nächsten Woche überhaupt oder ist die sowieso gerade zu? Nein, sicher. Die Stadtverwaltung arbeitet genau gleich wie sonst und die gehen vollen Einsatz. Also der Betrieb wird aufrechterhalten. Ich komme jetzt gleich nochmal zum Stadtpräsident. Ursprünglich einmal Agronomie studiert. Das Motto und das Element von dieser WIGA ist Erde. Wir schwätzen heute Abend dann noch mit einem Gärtner, der die Erde sicher kennt, aber jetzt der Agronom, der da studiert hat vor 2-3 Jahren.
Was braucht es für eine gute Erde? Es war vor 20, 30 Jahren, als ich das noch studiert habe. Aber als ich noch in der landwirtschaftlichen Forschung gearbeitet habe und mich wirklich mit Herzblut für die Landwirtschaft, die Schweizer Landwirtschaft insbesondere, eingesetzt habe, da hatte ich ganz einen anderen Bezug zur Erde als heute. Ich muss sagen, ich finde es super, dass die WIG das Thema Erde jetzt ins Zentrum setzt. Ich muss aber sagen, ich selber in meiner Biografie hatte fast ein bisschen wie einen Bruch gehabt. Als ich noch als Agronom für die Landwirtschaft gearbeitet habe, ist mir jeder Quadratmeter Fruchtfolgefläche in der Schweiz ist mir heilig gewesen. Und wie sieht es jetzt als Politiker und aus? Als Stadtpräsident habe ich ein bisschen eine andere Sichtweise einnehmen, aber ich nehme sie auch ein. Und ich meine, das hat angefangen mit dem Richtplan von Buchs. Es gibt jetzt einfach sehr gute Landwirtschaftsflächen, wo Buchs als Zentrum der Region, wenn sie sich weiterhin will entwickeln als Zentrum, wenn sie gewisse Infrastrukturen will gemeinsam eigentlich eben mit den Nachbargemeinden, mit dem Land Liechtenstein entwickeln, nutzen. Ich denke da an den Bereich NTB, unsere Fachhochschule. Dann ist es leider nicht möglich, ohne dass man Fruchtfolgeflächen aufgibt. Und das ist für mich wie irgendwo ein Kampf, der in mir, in meiner Vergangenheit, jetzt tobt hat in der Zwischenzeit. Bin ich überzeugt, dass das ganz richtig ist, dass man aber auf der anderen Seite auch klar sagt, bis hierher und nicht weiter. Also darum, ich freue mich, dass das Thema Boden da jetzt als Sonderschau-Thema da ist. Ich gehe jetzt ein bisschen davon aus, dass das vielleicht auch noch ein bisschen eine Thematik ist, dass man einfach sich wieder zwischen die ganz bewusst wird, was unser Boden für uns bedeutet. Das ist die Grundlage, wir stehen nicht nur drauf. Wir essen davon und trinken davon. Danke vielmals für die anregenden Gedanken. Sie zwei dürfen jetzt gerade bei mir oben bleiben. Sie kommen zuerst aber auch noch einen Gruß aus Ihrer Region über und einen herzlichen Applaus vom Publikum. Danke vielmals Daniel Gut und Kathrin Frick. Und liebe Damen und Herren, jetzt bitte ich alle Ehrengäste, Mitglieder vom Patronat, von der Messeleitung, dürfen gerade noch da bleiben oder das Geschenk schnell in Sicherheit tun und nachher wieder vorkommen. Weil jetzt tun wir wirklich die Messe eröffnen. Für das brauchen wir natürlich ein Band, das man dann verschneiden kann. Und wir brauchen die Herrschaften, die sich jetzt gerade auf den Weg machen. Kathrin Frick, darf ich Sie noch mal schnell in die Nähe bitten? Patronat und so eine Messe auf die Beine stellen, bedeutet natürlich auch Teamwork, wie wir jetzt gerade sehen. Können Sie uns ein bisschen erklären, wie das mit dem Teamwork funktioniert hier im Werdenberg? Im Werdenberg hebt man einfach zusammen und schafft zusammen. Man steht ein für etwas, das man gemeinsam hat. Und das ist hier die Wiege ganz speziell spürbar. Und wir im Patronat sind schon seit anderthalb Jahren intensiv miteinander am Arbeiten. Also wenn die Wiege fertig ist, dann geht die nächste schon schnellhaft los. Da wächst man auch ganz eng zusammen. Und am Schluss ist man wirklich ganz viel da miteinander, auch vor Ort und schafft, packt miteinander an. In dem Sinne auch ein herzliches Dankeschön. Nicht nur der Präsidentin, sondern allen, die helfen, dass die WIGA, die 19. WIGA, zum vollen Erfolg wird. Zum Beispiel jetzt gerade das Rednerpult auf die Seite tragen, damit wir hier da das Band spannen können und die Messe öffnen. Ich bitte alle ein bisschen in die Nähe kommen. Und ich bitte noch zwei Herren auf die Bühne, die wahrscheinlich noch ein bisschen Farbe geben. Ein herzlicher Applaus für den Alfred und den Albert. Unsere zwei Sänne. Kommen doch gerade ein bisschen mit dir. Damit ihr dann sicher auch dabei seid beim Band durchschneiden. Bist du da ein bisschen vorgekommen, Alfred? Kommen wir ein bisschen näher. Der hat hier gerne das Band her. Wunderbar. Der Albert braucht auch noch ein Plätzchen. So. Und bevor wir durchschneiden, bitte doch noch um ein Feedback von unseren zwei Werbeträgern. Ich meine, jedes Mal, wenn ich in den letzten paar Wochen durchs Rintel gefahren bin, habe ich die zwei Herren irgendwo gesehen, wie sie da auf ihrem Bänkchen irgendwo auf einer Rintaler Erde gesessen sind. Albert, wenn jetzt du jetzt eine Zusammenfassung liefern vom heutigen Nachmittag, wie gut hat es dir gefallen bis jetzt? Er müsste ja nicht das Käserezept verraten.
Vielleicht geht es beim Alfred ein bisschen besser. Der Albert ist offenbar heute nicht so gesprächig. Alfred, wie viele so Messebänder zur Eröffnung hast du schon durchschneiden? Ja gut, also. Die Message ist angekommen, genug der Worte. Lassen wir jetzt die Daten folgen und eröffnet die 19. Viga. 1, 2, 3. Und somit ist die Messe eröffnet. Paul Schlegel. Die Wiege 2017 ist somit eröffnet. Jetzt gehen wir in den zweiten Teil. Ich darf das Mikrofon der Patronatspräsidentin Katrin Frick geben. Danke vielmals. Jetzt kommen wir zu einem ganz kniffligen Teil. Da braucht Sie gerne alle. Und zwar gehen wir jetzt zum Apero. So ein Haufen Leute zum Apero bewegen, das ist ein bisschen eine Aktion. Sie sitzen ja zum Beispiel bei Gams oder bei Sefele. Und dorthin gehen Sie auch an den Gemeinschaftsstand und dort können Sie ein Apero mit über. Es hat jede Gemeinde einen Fahnenträger. Der sollte bitte mal aufstehen und seine Fahne zeigen. Auch der Buchser ist hier oben, aber alle anderen haben wir hier unten. Sie können vielleicht schon die Handtaschen parat machen, so, dass er dann parat sein, wenn es soweit ist. Sie schreien